Hi Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. Wir starten die nächste Nebenmission. Ich denke mal, es wird wieder wie hier mit Jan sein. Wir werden es sehen. Mal gucken, ob ich da ganz gut durchkomme oder nicht. Natürlich erst nach der Ladezeit. Gleiche Intro wie letztes Mal. Da zeigen wir uns jetzt hier noch was Neues. Ne, ich glaube, das ist das gleiche wie letztes Mal. Ich kann aber auch nicht abbrechen. Ich drücke gerade alle mit den Knöpfe, aber. Ne, wir müssen uns das ansehen, alles klar. Spy Action. Alles klar. Bin ich ja gespannt. This one man is supposed to be our savior. It's not that simple. Although, you know what? Maybe it is. Back home, research into parallel worlds was pretty advanced. And before long, we proved they existed. We figured out how to contact them, then got in touch with a top secret organization here. And with Dr. Sigurd, the head of the organization, we found out about Chaos Gears. Whoa. With his help, we can use the Chaos Gears to break into the Alphaverse. That's why you made the trip here. What exactly do you need him to do? And why do you put so much faith in him? Well, he and Singularity are... Ha! Oops. Was soll mir das bringen? Wo muss ich hin? Da unten. Ah. Autsch. Okay, wir kommen jetzt da unten. Na los, geh noch weiter. Wie komm ich denn da hin? Ernsthaft, wie komm ich da hin? Ich kann auch nicht weiter nach unten. Jetzt? Toll. Ich bin noch gar nicht. Easy. You are just in the way. Now. Good night. Komm ich hier mit tiefer oder so? Ja, komm ich. Perfekt. Wow. Nu? So, thanks. Wow. Ups. Was? Was ist denn da? Okay.
Oh mein Gott, tot. Ah, shit. Wie komme ich denn hier vorbei? Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los? Ich hasse es, dass immer alles auf Zeit gehen muss. Aha. Okay, jetzt hab ich's gecheckt. Ach, komm schon. Wie schieße ich denn? Y. Hä? Ach, komm. Ich werde noch verfolgt. Okay, zeitlich ist es eigentlich gut machbar. Oh ne, warte mal, das ist leider. Wow. Ah, komm schon. Ach nö. Was? Wow. Gerade da, wo ich ihn ausweichen wollte, ist er nochmal. Ätzend. Was hab ich jetzt nicht auf dem Plan? Mist. So, Bonus-Item. Ich habe jetzt nicht so viele gefunden, scheinbar. Kann ich keinen Doppelsprung vernünftig machen? Wow. Ach, komm schon. Nein! Wieso weiche ich so doof aus? Ah, ich hätte nach rechts weiterlaufen sollen. Ach, komm schon. So, nochmal. Wow. War doch gar nicht so schwer. Sah ein bisschen billig aus, aber egal. Feuerwerk. Okay. Ist ganz witzig, der ganze Kram hier zwischendurch mal, aber irgendwie. Ja.
Nicht ganz so meins. Wir kriegen sogar Punkte für die Waffen, die wir eingesetzt haben. Aha. Naja, Silber, gut. War auch nicht so gut. Hätte besser sein können. So, kommt uns irgendwas Neues? Das T-Shirt Blutkatze Weiß steht ab sofort im Laden. Okay. Blutkatzen sind mir nicht egal. Grün auch, okay. Gucken wir nochmal rein. Ah, wir haben noch nicht genug von den Ringen. Schade. Dann gehen wir einfach wieder. Okay, gut. Starten wir direkt die nächste Mission. Ach, mit ihr müssen wir wieder spielen? Ach, nö. Warum denn mit ihr? Ich will ein paar Mitarbeiter weiter spielen. Die muss ich aber auch abplagen, oder? Immer? Bayonetta wasn't here to see that. You've only got 9 lives, Kitty. That wolf dude's here too? Better find Luca quick. Aber nicht bevor wir uns ihn umgeguckt haben. Geheime Hügel. Ich verstehe nicht, warum bei Bayonetta das Ausweichen auf ZR ist und bei ihr auf R. Warum haben sie das nicht gleich gemacht? Check ich nicht. Na ja, gut. Wird bestimmt irgendeinen Grund haben. Achso. Ist eigentlich irgend. Oh mein Gott, das ist runtergefallen. Gibt mir das eigentlich irgendwas, wenn ich die Dinger zerstöre? Na. Und zwar wird das Ding angreifen. Danke. So. Ups, bin ich nicht drauf. Jetzt kann ich aber auch nichts machen, ne? Nö. Einfach nur zerschmettern. Das nehmen wir. Ah, hier ist noch was. Okay. Nichts hier hinter? Ah, doch, schon irgendwie. So, jetzt?
auch nichts drauf. Hm. Geht das auf, wenn wir irgendwie alle Sachen zerstört haben oder so? Ups. Wasserfall. Oh, und eine Mission. Hierfür brauche ich wieder einen Schlüssel, ne? Um dann vorbeizukommen? Ja. Okay, also beim Wasser. So, was haben wir hier? Die ganze Zeit. Dann begrenzt halt unsterbliche Gegner, keine Folterangriffe. Hm, keine Folterangriffe scheint mich jetzt nicht so sehr zu stören. Sammle Kombo-Punkte. Okay. Okay. Kann er mal aufhören, sich wenig zu bewegen? Oh nö, es wird zurückgesetzt. Oh, ich muss 5000 Punkte holen. Und der bewegt sich so dämlich. Das ist ja unfair. Hallo? Jetzt hat er kein Feuer mehr, aber... Wow. Ja, mit Treasure war das ja wenigstens bis 1000 Punkte machbar, aber jetzt hier... Mach ich auch einfach. Dann ist mir nämlich das egal, wo er hinläuft. Ja, das mach ich. Nein, 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 nein. Oh, okay, kann man schaffen, wenn man das nur so macht. Ja, ne? Machen wir so. So. So, einfach nur nicht angedrückt halten. Also mit ihm muss man irgendwie ein bisschen mehr tricksen bei den Bossen. Nein, 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 nein. Bring it on. Bring it on.
Oh, nein, 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 nein. Oh. Bring it on! 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 Too easy! Bring it on! Bring it on! All you, Big Steve! Bring it on! 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 Also so viel, wie der sich bewegt. Muss man das schon was machen. Nein, 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 nein. Schon, nicht abbrechen jetzt. Bring it on! Bring it on! Jawohl, geschafft. Ja, ich dann gedrückt halten, ab und zu mal Cheshire rufen. Fertig. Was ist, ist das mit keiner Folterangriffe? Keine Ahnung, was das bringen soll, aber. Okay. So, das war das zweite, habe ich gerade gesehen. Also nicht mal das. Schon wieder das erste verpasst. So, haben wir. Und nehmen wir auch. Und weg. Also entweder blockt man hier durchgehend oder wirft diese Dartpfeile durchgehend. Also irgendwie ist sie ganz merkwürdig zu spielen. Aber gut, wir machen dann erstmal Schluss für heute und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.